Dann. Warum kriege ich keinen Marker? Danke. Jetzt ist nur die Frage, wo Halcyon ist, oder? Hier. Nochmal mit ihm quatschen. With the leadership dead, no attack will be mounted on the grove. I am in your debt, my friend. Nee, warte mal. Keep a blade close. Keep it close. Lass ihn mal. With the leadership dead, no attack will be mounted on the grove. I am in your debt. Nein, okay. Wenn ich jetzt ihn hier ablege. With the leadership dead, nein. No attack will be mounted. Hätte er ja sein können. Schlüssel der Uralten. Was auch immer mir das öffnet. Okay. Und eine Kleinigkeit gibt's noch. Ja, das nenne ich auch Progress. Eine Kleinigkeit gibt's noch, die ich nachgucken möchte. Das wollte ich eigentlich vorhin schon tun. Danke. Da darf ich irgendwie den Hebel, danke. Bevor wir durch die Tür aufgehalten wurden. Ich bin nämlich in die Richtung vorhin gegangen, um was ganz was anderes zu machen. Wir gehen also wieder raus. Ich möchte nämlich sehen, im Goblin-Lager ist mir völlig klar, dass mich jetzt alle angreifen. Also völlig klar, irgendwer muss es ausgequatscht haben, sei so. Aber was ich gern wissen möchte, hat sich das herumgesprochen. Oder kann ich noch... Geht ihr dann bitte los? Danke. Shadow. Such a grim name for such a beautiful flower. Could you not stare so blatantly in my neck when you say that, please? Oh, but do keep calling her flower. She'll love that. Könntest du bitte aufhören, auf meinen Nacken zu starren, wenn du das sagst? Cooler Spruch. Das haben wir schon gelootet, oder? Gejutet. Jute-Tag! Eventuell greifen die letzten Goblins, die jetzt noch hier sind, uns an. Wir werden es gleich sehen. Nee, also er weiß noch von nix. Okay. Okay, das ist gut zu wissen. Steuerung ist Schnellangriff. Und bevor wir da vorlatschen, denn ich könnte mir vorstellen, dass die uns sehr wohl attackieren. Ja, tun sie. Dann ab mit uns. Entkommen wir ihnen noch oder? On the move. Und spurten, spurten, spurten? Ja, danke. Ja, ich möchte aus dem Kampf fliehen. Ah, dann kommt man zum Lagerplatz. Okay. Oh. Tagebuch aktualisiert.
Ach, okay, das sind doch die letzten Auswirkungen des Kampfs. Gut. Kann ich jetzt eigentlich... Okay, ins Abenteuer zurück. Das wäre dann ohne Rast, oder? Ja, genau. Nein. Ach, dann ist nur sie aus dem Schneider, oder wie? Secrecy above all. Time to strike. Taking position. Ja, komm. Lauf halt, Kleine. Okay, nee. Wie gesagt, will ich gar nicht, deswegen habe ich ja gespeichert. Aber jetzt ist auf jeden Fall alles und jeder auf mich aggro von denen. Und die sehen mich auch verdammt weit. Also die Frage ist, wie wir da jetzt noch vorbeikommen. Uff. Aber die noch bessere Frage ist, wollen wir jetzt wirklich... Ja, wir wollen uns erstmal zurückziehen, auf jeden Fall. Denn in dem Zustand, in dem wir uns gerade befinden, will ich alles nur keinen Kampf. Mit diesem einen Scheißerchen hier heroben hätte ich es noch aufgenommen, aber... Ansonsten... Ja, hier kommst du noch runter, oder? Ich glaube, ja. Wenn wir mal... Ja, wir sind schon im zerstörten Dorf. Es gibt so viel zu entdecken hier noch. Ich glaube, wir müssen echt mal hier lang gehen. Ich meine, es ist schon wieder verdammt mutig, was ich hier mache. Wir sind relativ, oder ist es leichtsinnig? Wie ihr wollt. Wir sind angeschlagen und ich strawenzel hier durchs Unterholz. Anything of use? Ich glaube nicht. Ah, Honig. Okay, da kommt man hier hin. Bärenstrauch. Lecker Bärchen. Zumindest keine Eulenbären. Himbeeren. Einmalige verwendet Lagervorräte. Cool. Ich hätte gedacht, vielleicht irgendwelche Zutaten, aber nein. Ich muss mich ja hier auch mal umsehen. Könnte ja sein, dass es hier noch was Interessantes gibt, oder? Halt. Natürlich. Alle fehlenden Check. Toll. Ich hasse das. Just tell us where she is. We don't want any trouble. But you're bloody getting some if you don't fess up. Ja, ich möchte auch keinen Trouble, aber was macht ihr hier? Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mayrina. Just let her go. Please. Thank goodness you're here, sweetie. I don't know what's come over these boys. Stop this. We won't ask again. Nur mal ganz mit der Ruhe. Was ist hier los? Careful. Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough. Where is she? Ich habe eigentlich keinen Grund, warum Ethel böse sein sollte. Von daher, ich lasse nicht zu, dass ihr Ethel wehtut. Sweetie, be careful!
with the hag! Don't bloody stand there gaping! Get her! Du hast übersehen, dass es hier jetzt 4 gegen 2 ist, oder? Nein, nicht springen. Ich meine, ich werde mich im puren Sonnenlicht nicht verstecken können. Doch. Kann ich. Cool. Another fight. Let's go. Think you can take me on? Und dann. Nö. Okay. Geht sich das aus? Ja. Ach so. Opfere 6 Meter deiner Bewegungsrate für den Rest deines Zuges, würfelst du Nahkampfschaden zweimal und verwendest das höhere Ergebnis. Oh, das habe ich nicht genau genug gelesen. Ich bin ein Idiot. Sorry. Fehlschlag, natürlich. Stay focused. 9 reichen. 1. Ernsthaft. Was willst du mit der Heugabel, mein Freund? Oh my stars! I didn't mean for this to happen. Wir auch nicht. Was ist passiert? Es klang nach einem heftigen Streit. Kennt ihr diese Myrina, die sie erwähnt haben? She's their little sister and she's staying with me. This is all my fault. But I made a promise. Myrina begged me not to breathe the word if they came looking for her. And my word is my bond. That poor thing will be distraught. We can't let her know it'd break her poor heart. I'd best get going, but please stop by my house. I'd like to thank you proper. I suspect we've been played for fools. Genau das habe ich erwartet, wenn ich ehrlich bin. Genau das habe ich erwartet. Bewusstlos tot. Können wir... Hackebeil, okay. Lass mal lesen. Lieber Yor, lieber Demir. Bitte seid nicht böse, ich meine es ernst. Ich hinterlasse euch diese Nachricht nur, damit ihr keine Panik bekommt und Dummheiten macht. Ich gehe zur Vettel. Ich bin es Connor schuldig. Ihr wisst, dass er das Gleiche für mich tun würde. Ich bin bald wieder zurück, also kein Wort zu Mama, ja? Sie hat schon genug um die Ohren. Myrina. Es war ein Unfall. Ehrlich, es war ein Unfall. Das haben wir ja wieder klassisch gut gemacht. Ja. Soll ich euch was sagen? In früheren Spielen mit D&D-Regelwerk im Hintergrund, eben wie... A chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Na, gucken wir mal. Eine 20, ja, nichts leichter wie das. Ja, fataler Fail, huh? The place has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. Ist da nicht ein Zettel auf dem Weidenkorb? Eben. Macht ein Päuschen, meine Liebe, und esst ein Häppchen mit mir. Tantchen, eh. Da vorne ist ein Schaf, noch ein Weidenkorb. Ist der wieder mit einem Liebesbrief? Nein. Ich hab dann einen Verdacht. Aber
Ich habe leider auch einen Termin heute noch. Von dem her, diesem Verdacht werden wir in der nächsten Session nachgehen. Also bei euch gleich, bei mir in morgen. ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich speichere noch schnell. Und ich hoffe, wir haben morgen ein bisschen mehr Glück und fallen nicht wieder auf Ethel rein. Bis dahin, macht's gut. Hello there. Und herzlich willkommen zurück. Wir haben gestern ja mit unserer neuen alten Bekannten, der Vettel, das Vergnügen gehabt. Und bevor wir uns hier im Sumpf genauer umsehen, das können wir noch immer. Wer hat denn die zwei umgebracht? Schweinerei. Lass mal kurz hier rüber. Den Wermut nehmen wir mit. Hier haben wir Ziegenfleisch, okay. Ich glaube, die Vettel versucht irgendwas oder irgendwen zu ködern. Allzu weit gehe ich aber nicht zurück, wir bleiben hier. Wir gehen jetzt erstmal ins Lager. Bin ich jetzt ins Lager oder habe ich eine große Rast gemacht? Nein, ins Lager, passt. Ah, endlich wieder zurück. Tagebuch aktualisiert der Magier von Tiefwasser. Okay. Gibt's irgendwen, der mit mir quatschen möchte im Moment? Ja. Unser Magier ist hungrig. Das sollte sich regeln lassen. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Ja. Was haben wir denn Schönes? Den Schild. Thank you. Und es geht ihm wieder besser. Ist es nicht schön? It is a strange experience. Each time anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. It's somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite... Wir haben doch bitte keine magischen Gegenstände vergeudet, oder? You're the pragmatist in chief, aren't you? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Okay, braucht jedes Mal mehr? Oh, will noch mal quatschen. It's a strange experience. Each time anew. Ja, das hast du uns schon gesagt. Hasn't had the effect of the first. Was geht hier vor sich? Ja, das hat er auch schon gesagt. I'm not certain what's going on, but nothing good. Thank you for the... Warum auch immer wir jetzt ein zweites Mal mit ihm reden mussten, aber ist okay. Sonst will keiner quatschen. Dann wäre ich mal ganz stark für Inventarmanagement. Gut. Kann ich erstmal. Die haben alle Gold mit. Warum kann ich die nicht stacken? Ach, jetzt geht's auf einmal. Verstehe es, wer will. Nee, was tue ich denn? Das geht ja. Alchemiebeutel. Da ist ja eh nichts mehr drinnen, oder? Nee. Der kommt mal ins Lager. Nein, du bleibst hier, danke. Dann kommt der ins Lager.
Danke schön.